Wir haben 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Freundinnen und Freunde des Hauses gebeten, uns jeweils eine Minute Sendezeit aus der Quarantäne zu produzieren. Es gab keine inhaltlichen Vorgaben und keine Bedingungen, außer das zeitliche Limit von einer Minute. Was soll da schon schiefgehen? Oh, guten Morgen. Mein Name ist Marc-Oliver Lehmann und das hier ist mein Morgenroutine-Beat. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Tobias Escher. Sie kennen mich aus Sendungen wie Bundesliga, Bundesliga International oder Mein Riesenpenis und ich. Heute möchte ich mit Ihnen über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft. Das Ärgernis Kino Plus. Diese qualitativ minderwertige Sendung verhöhnt den klangvollen Namen Rocket Beans TV. Kino Plus besteht zu einem großen Anteil aus Floskeln, uralten Trailern und aus Filmanalysen, mit denen sich ein Christopher Nolan allenfalls den Hintern abwischen würde. Zudem hat Etienne Gardet in seinem Leben so viele Kino-Plus-Hausaufgaben gemacht, wie Antje Wessels Filmklassiker gesehen hat. Nämlich null. Daher meine dringende Bitte. Unterstützen Sie mich bei dem Vorhaben, Kino-Plus aus dem Rocket Beans-Programm zu streichen und sämtliche seiner Ressourcen Bundesliga zukommen zu lassen. Der einzigen Fußballsendung der Welt. Es ist im Interesse der Rocket Beans, es ist im Interesse von uns allen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hast du kurz eine Minute? Wir müssen den Kühlschrank rausbringen. Moment. Was soll das? Nee, das ist gerade wichtig, das geht ganz schnell. Ach ja? Wer schreibt denn? WhatsApp. Ja, das ist die App. Wer schreibt denn? Kurz Moment, ist gerade echt krass. Nimm mir den ersten Buchstaben des Namens, von dem der schreibt. Der schreibt doch eh keiner. Moment. Wirklich? Es geht gerade um Leben und Tod, ja? Bei wem denn? Smacklow. Pete Smacklow. Dann hast du ja gerade ausgedacht. Du weißt, ich bin super schlecht darin, mir Dinge auszudenken. Moment. Es ist super offensichtlich, dass du das mit dem Mund machst. Hm? Ich lasse den Kühlschrank einfach hier stehen. Hallo? Hi, hier ist Pete Smacklow. Mit wem telefonierst du? ASMR mit klassischen Geräuschen während der Quarantäne.
Nachricht an alle Vögel in der näheren Umgebung meiner Wohnung. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ich habe hier einen gar vorzüglichen Meisenknödel, der wartet nur auf euch. Holt ihn euch, er hängt hier seit Wochen. Er hängt seit Wochen, er ist nicht einmal angekaut worden. Hier sind ein bisschen Spuren, Gebrauchsspuren, als hätte sich das jemand angeguckt und gesagt, nee, danke. Vielleicht sind es aber auch nur einfach Abriebspuren von dem Fett des Meisenknödels. Niemand will diesen Meisenknödel. Liebe Vögel in der Umgebung, hallo, der ist hier noch, also ich bitte, ich habe noch 8 Stück drüben im Keller. Also vielleicht, wenn ihr Interesse hättet, liebe Meisen, kommt doch mal her und holt diesen scheiß Knödel weg. Der hängt hier jetzt wirklich schon zu lange und ich habe auch schon keinen Bock mehr. Ich habe das ja für euch gemacht, ne? Ist ja für uns alle nicht leicht hier in der Isolation. Hol den Knödel, kleiner Meisenmann. Oh shit. Thank you.
Krisenzeiten sind super Zeiten, um mal was Neues auszuprobieren. Ich zum Beispiel bin gerade an einem Bullet Journal dran. Das ist eine Mischung aus Kalender und Selfcare-Sachen zum Selbermachen. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch. Ihr könnt das nämlich auch. Ihr braucht ein A5 großes Büchlein, so wie das hier, am besten mit gepunkteten Seiten. Schwarze Fineliner in verschiedenen Größen und Dicken. Schöne kunterbunte Washi-Tapes. Vielleicht noch bunte Stifte eurer Wahl. Absurd niedliche Sticker, wenn ihr denn möchtet. Schneidewerkzeug und Ausstanzer. Und ein bisschen Deko-Quatsch. Und dann legt man einfach los mit vielleicht einer Jahresübersicht. Man kann sein eigenes Verhalten tracken, um ein bisschen zu beobachten, wie der Monat so verläuft. Eine Seite für Geburtstage anlegen. Rituale aufschreiben und natürlich dann auch richtige Kalenderseiten basteln. Wenn ihr kreativ so ein bisschen auf dem Schlauch steht, guckt einfach mal bei Printerest vorbei. Die haben Unmengen an Vorschlägen, Ideen für Pages, Vorlagen, Schablonen. Da wird jeder fündig. Ja, und wenn euch der ganze Quatsch dann doch nicht liegt, dann könnt ihr immer noch Videospiele spielen. Ist auch ganz geil, habe ich gehört. Er ist die Stimme einer Generation. Matthias Leim. Ich hab alles geplant, mein ganzes Leben durchdacht. War nie wirklich spontan und hab kaum Fehler gemacht. Matthias Leim. Sie kennen ihn als professionellen Gigolo, Rettungsschwimmer und Sänger von Welthits wie Verdammt, ich schieb dich, 99 Duftballons und Ohne dich schlaf ich heute Nacht gut ein. Da und der übliche Trott, hier läuft alles nach Plan. Es hat sich nichts getan, nur ein Schritt aus der Bahn und du siehst mich an. Jetzt geht er ein letztes Mal auf Deutschlandtour. Verpassen Sie nicht, Matthias Leim. Demnächst in einem Baumarkt in Ihrer Nähe. Und wir beide sehen den Morgen lange vor dem Rest der Welt. Auf einen Schlag dreht sich die Erde. Hi. Ich wollte euch nur was ganz Banales erzählen aus meinem Leben. Ich bin letzte Woche morgens einmal früh aufgestanden, Säckchen an, Leggings an, Laufschuhe an und bin laufen gegangen. Und beim Laufen habe ich eine kleine Hummel gefunden, die am Schwächeln war. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe ihr so ein bisschen Honig und Wasser angerührt und habe ihr das zum Trinken gegeben. Und auf einmal ja, alles was ich damit sagen wollte ist, Hummeln haben ziemlich krasse Zungen, die sie als Schwämmchen benutzen können, indem sie es in irgendwas reindippen und es dann essen. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Antje Wessels und Sie kennen mich aus Sendungen wie Kino Plus, Kino Plus Spezial und sein Riesenpenis und ich. Heute möchte ich mit Ihnen über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft. Das Ärgernis Bundesliga. Diese qualitativ minderwertige Sendung verhöhnt den klangvollen Namen Rocket Beans TV. Bundesliga besteht zu einem großen Anteil aus Flachwitzen, schlechten Wortspielen und aus Taktikanalysen, mit denen sich ein Julian Nagelsmann allenfalls den Hintern abwischen würde. Zudem hat Etienne Gade in seinem Leben so viele Bundesligaspiele ohne Eintracht Frankfurt-Beteiligung gesehen, wie weibliche Gäste Bundesliga besucht haben. Nämlich null. Daher meine dringende Bitte.
Unterstützen Sie mich bei dem Vorhaben, Bundesliga aus dem Rocket Beans TV-Programm zu streichen und sämtliche seine Ressourcen Kino Plus zukommen zu lassen. Der besten Sendung der Welt. Es ist im Interesse der Rocket Beans, im Interesse von uns allen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein, doch trügt uns da vielleicht der melodische Schein? Denn meine letzte Flugreise zeigte sich von einer anderen Seite. Ben hatte sich Snooze am Kiosk gekauft, das sind diese Kissen, damit man nicht raucht. Hoch oben dann überkam ihn der nikotinische Drang und eins dieser Dinge im Munde versang. Gib her, ich will auch, tönte ich unter Staunen und drückte mir den Tabak an den Gaumen. Während es Ben dann recht schnell ausspuckte, mich das Brennen nicht im geringsten juckte. Schwierig und trüb, schnell wurde die Sicht. Schweiß floss mir über Arm und Gesicht. Ich spuckte es aus, ihr wollt mich vergiften, doch das flaue Gefühl ging längst noch nicht stiften. Recht schnell begann es im Magen zu ziehen. Ich schaute zu Fabian, er konnte nicht fliehen. Ein Schwall schoss heraus, wie Waldmeister Bohle. Mit dem Arm schützte Fabian seine Spielekonsole. Die Jacke dann aber etwas abbekam und mich umgab eine Aura von Scham. Die habe ich erst gerade bekommen, seine Worte meinen Gehörgang erklommen. Nur noch 5 Stunden, Fabian startet den Rant, während er den Flieger erfolglos nach Sitzen abscannt. Ich zog mich aus, quetschte alles in Tüten und wehrte mich von Tabak von nun an hüten. Moin Moin, herzlich willkommen zu meiner Minute. Meine Minute ist ein Mini-Buchclub. Ich stelle euch heute eine fantastische Buchsaga vor, die ich in den letzten Wochen weggelesen habe, als wäre es Sturmlicht, das ich eingeatmet habe. Und das war schon so eine kleine Anspielung. Die Rede ist von Der Weg der Könige von Brandon Sanderson. Das ist eine mehrteilige Fantasy-Reihe. Es gibt mindestens 5 Bücher. Ich weiß gar nicht, wie viele insgesamt. Ich bin gerade bei Buch 4 und will eigentlich gar nicht wissen, wie viele es gibt, weil ich sonst Angst habe, irgendwann zu wissen, ey, das ist das letzte Buch, was ich gerade lese. Es ist das größte Fantasy-Epos, was ich so in den letzten Jahren gelesen habe. Es spielt in einer Welt, zu der, da gab es früher mal viele mächtige Krieger mit sagenumwobenen Klingen und die sind aber alle verschwunden und so langsam tröpfchenweise kleckert es aber in die Welt zurück, dass da wieder irgendwas Großes am Kommen ist. Es gibt viele spannende Charaktere, es gibt große Schlachten, es gibt Fantasy natürlich, es gibt ein bisschen Magie. Oh, die Minute ist vorbei! Hallöchen, Freunde, und einen wunderschönen guten Tag. Chili-Soße braucht man immer. Fahr mit deiner Enduro woanders. Zeige ich euch doch jetzt mal, wie das geht. Alles, was ihr dafür braucht, sind Chilis, Zwiebeln, Knoblauch, Chilis, Räucherpaprika, Chilis, Cayennepfeffer, Agavendicksaft, Essig, Öl, passierte Tomaten, Chilis und so ein Pürierstab.
Easy peasy. Chili squeezy. Und dann kann das in den Mixer. So sieht der ganze Spaß dann aus, wenn es fertig ist. Und dann nehmt ihr euch jetzt einfach einen Trichter und dann habt ihr eine wunderschöne, sämige Soße. Ja, und wenn das Ganze dann umgefüllt ist, sieht das ungefähr so aus. Fruchtig, süß, scharf, mit richtig Bums. Geil. Dann viel Spaß damit. Haut da rein. Bye, bye. Tschüss. Irgendwas ist faul im Kartoffelsalat. Fritt, sehen Sie was? Nein, Captain, alles Pommes hier. Ei! Captain! Captain, ich spüre meine Knollen nicht mehr. Ich spüre meine Knollen nicht mehr. Okay, du Hundesohn, grüß Flipper in der Hölle von mir. Uhr 4, die WG-Nachrichten. Im Grunde ist heute wieder nichts passiert und deshalb schalten wir direkt zu unserem Korrespondenten Kurt Zarbeit zu den Spürbergen, denn dort spitzt sich die Lage zu. Hallo Moritz, die Lage ist in der Tat dramatisch. Heute um 17 Uhr ist der letzte Teller über den Tresen gegangen. Wer jetzt ungewünschte Beigeschmäcker vermeiden will, wird wohl oder übel zum Lappen greifen müssen. Danke Kurt und jetzt live zu unserer Außenreporterin Loka Rungen. Loka, alles ruhig? Hallo Moritz, die Lage ist im Spazierradius weitestgehend ruhig, aber eine Luftschnapperin hat sich tatsächlich auf eine Bank gesetzt, die sich hinter einer Absperrung befindet, mitten auf einem Spielplatz. Sind diese Absperrungen nicht für alle da? Zurück ins Studio. Mutig, das waren die WG-Kurznachrichten. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt, es ist nichts passiert. Bleiben Sie gesund und im Anschluss Netflix and Chill. Vielen Dank. I'm on a bassinet, oh, and this can't let you go. I'm at you. It's time. Ooh, a blind, I couldn't sit there, but I wonder, trust. I just wanna. Es gibt gerade einen Livestream, in dem Pierce Brosnan live GoldenEye kommentiert. Wie geil ist das denn? Wake up. GoldenEye, the video game. I played the game once. Shot myself in the foot. Nebenbei arbeite ich gerade an einem neuen Kurzfilm. Für die, die mich nicht kennen, ich mache im Endeffekt Filme in Videospielen, allen voran Minecraft. Und aktuell baue ich mit meiner Community einen Cyberpunk-Film. Und für diesen Cyberpunk-Film brauchen wir natürlich ganz, ganz viele Neon-Logos für die Skyline. Und eins davon wurde mir gerade zugespielt. Oha! So, das baue ich jetzt mal fix ein und dann schauen wir uns mal, wie das im Endergebnis ausschaut. So, das war's. Schönen Tag euch noch. Die Draisine der Lust
von Andy Strauß, eine erotische Fanfiction. Wenn die Sonne der Leidenschaft tief steht, werfen selbst Zwerge lange Schatten. Und so tief wie an diesem Morgen stand die Sonne selten. Es war ein zufälliges Treffen. Etienne Cédric Gadet drehte gerade seine allmorgendliche Cardio-Runde auf seinem Liegefahrrad, welches an diesem Tag noch zu einem Liebesfahrrad werden sollte, als er an einer Kreuzung unweit der Bahngleise schicksalshaft auf seinen alten Schwarm Florentin traf, der ein Glas Senf löffelte. Nur ein Blick und beiden war klar, sie wollten es. Sie wollten es jetzt und am liebsten gleich hier. Ihr restliches Leben schien ihnen auf einmal so unwirklich, als wären alle bisherigen Ereignisse nur Schritte in Richtung dieses Moments gewesen. Und während sie Hand in Hand in Richtung stillgelegter Bahngleise rannten, platzte Eddies enge Radlerhose auf. Oh. Scheißidee mit der Pflanze. Über einen Monat Quarantäne, das bedeutet, dass so langsam aber sicher das Fernweh einsetzt. Ich liebe es zu reisen und das nicht nur alleine, sondern mit meiner Drohne. Mit der war ich zuletzt in Porto, das ist 2 Monate her. Und die Bilder, die ich dort geschossen habe, die gucke ich mir in letzter Zeit häufiger an, seitdem wir, naja, eingesperrt sind. Ich hoffe, euch gefallen sie. Viel Spaß. Leute, ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es auch ganz gut. Ich habe seit Wochen meine Wohnung nur verlassen, wenn es sein musste. Einkaufen, Arbeit und wir alle kennen den Grund. Die ganze Welt redet darüber. Es ist Animal Crossing. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe über 170 Stunden da reingesteckt und mir kommt es vor, als hätte ich gerade angefangen. Ich habe ein geiles Haus, guckt euch das mal an. Ich habe oben auf dem Dachboden habe ich da meine Streaming-Ecke, da ist mein Wohnzimmer und unten im Keller, da habe ich meine Arcade-Ecke und da ist noch ein bisschen Karaoke, ne? Ihr wisst ja, ich stehe da drauf. Die Insel, ja, baue ich gerade. Terraforming. Die Insel wird gut. Das wird schön. Die Bewohner. Ein paar muss ich loswerden, die lasse ich verschwinden. Aber ich habe einen, der ist mein allerbester Kumpel, wie ich ihn so nenne. Oder er nennt mich so. Das ist Roland. Seht ihr da? Ich habe mich heute genauso angezogen wie Roland. Heute ist Best Buddy Day. Und für dieses Spiel kommt noch mehr Content raus. Es ist fantastisch. Ich liebe es. Also ganz im Ernst, Cyberpunk. Last of Us. Avengers. Neue Konsolen.
geile Rübenpreise? Hohohoho, da werde ich ganz hellhörig. Ganz im Ernst, Leute, wenn ihr geile Rübenpreise im An- oder Verkauf habt, sagt mir Bescheid und vielleicht hängen wir dann mal auf meiner Insel ab. Moin, ich glaube, ich bin wieder da. Ganz langsam. Ich war lange Zeit krank und jetzt langsam komme ich wieder. Ich wollte euch von Folgendem erzählen, und zwar von dem hier. Von einem Ort an der Elbe, den habe ich ziemlich häufig besucht, aber vor allen Dingen von einer App, die ich benutzt habe, und zwar der Pro-Camera-App von Moment. Damit kann man den Light-Trail-Modus steuern und solche Fotos hier machen. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus, wenn man diese App aktiviert. Dort wird das Licht und die Bewegung gleichzeitig aufgenommen. Und damit kann man abgefahrene, für mich tatsächlich komplett neuartige Bilder basteln. Ich habe angefangen mit Licht zu malen, so wie hier mit dem Mond zum Beispiel. Das sind natürlich alles noch erstmal kleinere Gehversuche, aber es hat mir unglaublich viel gebracht, wirklich egal in welcher Dunkelheit, jedes Licht zu suchen. Und dann habe ich die App rausgeholt und angefangen, damit Bilder zu machen. Also für alle, die wirklich Lust haben, was Neues auszuprobieren, denen kann ich diese App empfehlen. Und damit kann man einfach nur vollkommen frei neue Bilder kreieren. Das war's von meiner Seite aus. Ich glaube, so langsam komme ich wieder. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich gebe mir gerade auch ein bisschen Zeit. Bis dann.